Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute beschäftige ich mich schon mit Ostergebäck und ich habe ein zauberhaftes Rezept für den Teig. Die Muffins sind so weich, so fluffig, wirklich wunderbar. Richtig schöne, weiche Muffins. Es kann man als große Gebäck machen, aber kann man auch als Muffins machen. Dann ist das bequemer für die Person, einfach so nehmen und muss man die große aufschneiden und dann vielleicht trocknet er aus, wenn es nicht leicht aufgegessen wird. Mit Muffins ist es natürlich viel bequemer. Und die sehen wunderbar aus. Schaut. Ganz. Ich habe dann zwei so eine mittlere. Und wenn er die rausnimmt aus dem Fond, diese runde, solche, am besten ist, wenn die abgekühlt werden, wenn die so liegen. Und Zeit zu Zeit einfach die rollen und so abkühlen lassen. Nicht unbedingt so stehen. So werden die gleichmäßig abgekühlt. Durch das Schwere und die Hitze im Gepäck wird das den Gewicht nach unten drücken und unten kann passieren, dass der Teig so ein bisschen so gedrückt. Wenn er das so wird abkühlen, wird er richtig luftig von oben bis nach unten. Zwei große stehen bei mir noch im Backofen und die bald muss ich auch schon rausnehmen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen und natürlich nachzubacken. Alle Zutaten zu diesem Rezept müssen die alle so eine Zimmertemperatur haben. Als erste habe ich jetzt gestern Abend schon die Früchte eingeweicht mit Rum. In meinem Fall habe ich die Rosinen und Aprikosen klein geschnitten. Wenn ihr keinen Alkohol wollt in eurem Gepäck haben, es wird eigentlich sowieso ausgebacken durch das Hitze. Es bleibt nur sozusagen Geschmack. Aber wenn ihr trotzdem keinen Rum oder keinen Cognac da reinmachen wollt, dann könnt ihr einfach mit dem heißen Wasser übergießen und einfach so eine Stündchen stehen lassen. Dann wird es auch aufgequollen. Das habe ich gemacht. Den Milch habe ich aufgekocht und jetzt habe ich ihn schon abgekühlt bis zu so lauwarm. Gebe ich jetzt in meinen Behälter wieder zurück. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung wie immer. Gebe ich da von gesamter Zucker einfach einen Löffel Zucker. Und für dieses Rezept am besten frische Hefe nehmen und Krümel der Hefe rein. Verrühren und geben wir von gesamtem Mehl so ein paar Esslöffel, so zwei so gehäufte Esslöffel wird das reichen. Es soll so wie Pfannkuchenteig sein, kann man noch einen und lassen wir jetzt unseren Vorteig aufgehen. Decken wir zu. Und ich stelle hier auf Unterlage, das nicht auf dem kalten Tisch steht, zum Aufgehen. Und werden wir erstmal die Eigelbe kräftig aufschlagen. So, ich habe jetzt in meinen Schüssel nur Eigelbe und werde die kräftig aufschlagen. So, ich habe 3 Minuten Eigelb aufgeschlagen, schaut er richtig hell geworden. Und unser Vorteig schaute, wie schön aufgegangen. Geben jetzt zu den Eimasse. Das heißt, dass die Hefe sind frisch, arbeiten sehr gut aktiv. Dann unser Gepäck wird auch sehr fluffig. So, kurz nur mit Löffel umrühren. Den Schneebesen können wir jetzt schon abmachen. Das Mehl ist gesiebt, unbedingt Mehl sieben. Geben wir restliche Zucker, Vanillenzucker, so viel Salz, verrühren und geben wir das alles zu den Eier- und Hefemasse. Der Teig wird sehr klebrig, so soll er auch sein. Den Teig werden wir gar nicht in die Hände nehmen, es wird auch so funktionieren. So, und jetzt kneten wir ungefähr so 6-7 Minuten.
oben zu, Maschine abschalten und den Teig von der Wand runter machen. Was für so ein schöner Teig. Richtig schön gelb von der Eigelbe. Wunderbar. Und schaut, wie klebrig ist der. Und weiter kneten. So, wir kneten schon 6 Minuten. Jetzt mache ich wieder den Teig runter. Und jetzt werden wir portionsweise zimmerweiche Butter dazu geben und Honig. 2 Esslöffel Honig habe ich hier. So, wir sind jetzt insgesamt bei 9 Minuten. Nach den Eiaufschlagen habe ich auf 0 gestellt meine Maschine. Das ist jetzt nur den Teig. 9 Minuten werde geknetet. Und jetzt letzte Zutat, das sind die unsere Früchte. Geben wir Früchte dazu. Wenn es noch sehr viel Flüssigkeit bei den Früchten, dann lieber absieben. So viel habe ich jetzt abgesiebt von dem Rum und die Früchte gebe ich da rein. Und jetzt auf langsame Stufe, dass wir die Früchte nicht kaputt machen, noch eine Minute verkneten. Insgesamt dieser Teig muss geknetet so zwischen 8 und 10 Minuten, allerhöchstens 12. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen. Das wird schon reichen. Schaut, wie klebrig ist Teig. Wir werden arbeiten dann später mit Löffel, weil wir können keine Form jetzt reinbringen für diesen Teig. Wieder alles schön von der Wand runterdrücken und lassen wir unseren Teig aufgehen, irgendwo auf den warmen Ort. Bei jedem wird das unterschiedlich sein. Manchmal dauert es auch bis 2 Stunden, weil es ist ein schwerer Teig durch den Eigelbe und viel Früchte, dann geht es nicht so schnell. So, jetzt decken wir zu und warm stellen. Kurz zu den Eiweiß. Wir haben jetzt übrig sehr viel Eiweiß. 2 nehme ich für die Glasur zum Bestreichen unserer Gepäck und Rest kann man unterschiedliche Sachen machen. Kann man einfach Pfannkuchen ausbacken, Eiweißpfannkuchen. Ist wunderbar. Kann man zu der unterschiedlichen Rezepte wie Kaiserschwarm oder Waffel auch ein zusätzliches Eiweiß dazu geben. Stört nicht, wird es noch fluffiger. Oder beim Panieren von Schnitzel oder sonst was. Im letzten Fall könnte man auch portionsweise einfrieren Eiweiß. Er lässt sich gut einfrieren und dann später einfach in den Teig verwenden oder beim Panieren verwenden. Bis ich glaube, es wird nicht werden zum Aufschlagen, aber so ganz normal, wo die Eiweiß verwenden beim Pfannkuchen oder so, kann man ihn ruhig verwenden. Einfach nur ein kleiner Tipp nebenbei, was machen wir mit übrigen Eiweiß. So, mein Teig steht schon fast 2 Stunden. Schaut, wie schön ist aufgegangen. Und jetzt werden wir unseren Teig nochmal kneten. Kneten werde ich auf die niedrige Stufe ungefähr so 5-6 Minuten. Auf niedrige Stufe, dass wir die Früchte nicht komplett kaputt machen. So, kurz umgerührt und machen wir jetzt unseren Teig runter von der Wand. Ist richtig schön aufgegangen. Und schaut, wie klebrig ist der. So, es sind jetzt schon 6 Minuten. Es wird schon ausreichen. Der Teig geht auch hier sehr schön ab. Und wenn wir zweimal den Teig kneten, wird unser Gepäck wirklich richtig so, wie sagt man, so fluffig, dass den kann man so wie Wolle so abziehen. So, und jetzt können wir schon unseren Teig aufteilen in die Formchen. Die Formchen könnt ihr nehmen nach, was ihr zu Hause habt. Ich habe zum Beispiel so ein oder aus
die Dose gemacht. Aber als erstes werde ich in Muffinsform reinmachen. In Muffinsform habe ich auch gleich Papier reingemacht. Kann man auch so, aber ich finde, mit Papier ist es viel bequemer. Auch zum Transportieren ist viel bequemer. Und jetzt werden wir unseren Teig aufteilen. Aufteilen müssen wir so, dass wir nicht voll die Form machen, sondern kann man sagen, weniger als die Hälfte. Deswegen in Muffinsform wahrscheinlich passt nur ein Löffel, mehr nicht, weil der Teig wird noch aufgehen. So, das schauen wir. Ja, das reicht. Erstmal teile ich auf 12 Muffins und wenn mir was übrig bleibt, dann verteile ich in die andere Formchen. Jetzt kann man auch 2 große backen in die kleinen Töpfchen, wie ihr das wollt. So, den Teig habe ich jetzt aufgeteilt auf 12 Muffinsform. Meine Muffinsform wirklich sehr, sehr schmal, sehr klein. Und dann noch hier diese Formchen und restliche habe ich einfach in so eine Glasform reingestellt. Jetzt stelle ich das im Backofen ungefähr so 35, allerhöchst 40 Grad zum Aufgehen. Und das kann jetzt wieder ungefähr vielleicht sogar eine Stunde dauern, weil wir haben sehr viel Eigelb in den Teig und die Früchte. Der Teig ist schwerer, er geht auch etwas langsamer. Danach können wir auch schon den Backofen vorheizen. Auf 180 Grad Ober- und Unterhitze mache ich. So, mein Teig steht jetzt schon 1,5 Stunde. Hier sieht man richtig schön aufgegangen in die größere Becher. Hier sieht man auch, wir hatten nur einen Esslöffel drin und vielleicht noch ein bisschen. Jetzt werde ich erstmal die Muffins vorbacken und danach das, weil die Backzeit ist bisschen unterschiedlich. Die brauchen vielleicht nur 15-20 Minuten und dann sind die fertig. Die brauchen schon vielleicht 20 bis 30 Minuten. Deswegen backe ich alles getrennt. So, 18 Minuten habe ich jetzt im Backofen gehabt und habe ich schon mit einer probiert. Wenn ich reinsteche, geht wie in eine Warteknolle, richtig gut. Und jetzt gehen die große in den Backofen. So, und die mache ich jetzt auf den Gitter zum Abkühlen und dann können wir schon auch Glasur vorbereiten. Für Glasur habe ich jetzt wahrscheinlich so 1,5 Eiweiß aus dem gesamten Eiweiß rausgenommen. Das wird schon reichen. Prise Salz geben wir dazu und schlagen wir erstmal nur Eiweiß schaumig. So, Eiweiß haben wir jetzt schaumig aufgeschlagen und jetzt können wir dazu durchgesiebte Puderzucker geben. Ich gebe erstmal die Hälfte. Verrühren. Und geben wir die restliche. Und schön aufschlagen. So haben wir jetzt eine richtig schöne dicke Glasur. Und jetzt geben wir noch dazu einen Esslöffel Zitronensaft. Verrühren und ist fertig unsere Glasur. So, das haben wir. Lassen wir erstmal unser Gebäck abkühlen. Das lauwarm kann es sein, aber nicht heiß. Weil wenn wir jetzt Glasur drauf machen, dann wird es zu viel runterfließen. So, den Gebäck ist jetzt wirklich nur ganz, ganz leicht lauwarm. Und da können wir schon anfangen mit Glasur zu arbeiten. Und bestreichen wir das. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch Glasur anfärben in mehrere Farben. Nehmt ihr euch Schälchen, gebt ihr dazu Lebensmittelfarbe und dann bestreicht ihr die bunt. Ich bestreue dann einfach bunt. So. Sieht typisch österliches Gebäck. Und so mache ich erstmal die alle fertig. So, bis dass wir Muffins jetzt geschmückt haben, dann sind die unsere große. Gebäck ist auch schon fertig. Probiert unbedingt mit den Stäbchen, ob alles gut ist. Ein bisschen brauner geworden, aber nicht schwarz. Es sieht vielleicht in die Kamera so, aber schwarz ist es nicht.
Ich habe auch nach 20 Minuten mit dem Backpapier zugelegt, dass es nicht zu schwarz wird. Die zwei anderen Größen brauchen noch ihre 5 Minuten. Es ist noch das Stäbchen wirklich feucht, aber die auch viel größer. Lassen wir diese auch abkühlen, aus dem Form dann rausnehmen und auch schmecken. Naja, das muss ich euch nicht unbedingt zeigen, weil dann wisst ihr auch Bescheid, wie es das weitergeht. Ich nehme gleich jetzt die erste, die ist dann schon trocken und werde euch nur einfach zeigen, wie unser Gepäck aussieht. Machen wir aus dem Papier raus. So, ich möchte gerne euch zeigen, wie weich ist das. Ist richtig weich. Schaut, ist ein wunderschöner Teig, wirklich. Und schaut, wenn ich das aufmache. Sehen Sie, wie weich ist der? Richtig ein fluffiges Gepäck. Wunderbar. So, liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal weiter teilt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.